Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute ohne Freund, dafür ganz alleine. Und wir wollen weiterhin Pfadfinder-Pionier werden. Und dafür müssen wir noch einiges tun. Haben wir irgendwie. Belebe einen verbündeten Spieler wieder. Ja, ich hab's versucht. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Keine Ahnung. Braucht man dafür irgendwas? Ein Perk? Ansonsten kapiere ich es nicht. Keine Ahnung. Ist egal. Wir müssen erstmal ziehen wir uns, nein, die Power-Rüstung an. Alles klar. So geht man in die Power-Rüstung rein. Man leckt sich rein. So. Wir gucken trotzdem mal, was wir tun müssen. Oder falls wir eine Quest haben, haben wir nicht, ne? Ja, schade. Aber ich habe hier gesehen, hier haben wir etwas in der Nähe. Und da ist eine Waffe und mehrere Mods. Wir wollten nach Hause, stimmt. Wir wollten nach Hause. Du bist überladen? Selbst in der Power-Rüstung? Wodurch? Wodurch? War nicht so gut, ne? Ich drücke jetzt ständig irgendwelche seltsamen Knöpfe. Habe ich Munition mitgenommen? Armbrustbolzen wiegen auch ziemlich viel, ne? Ich habe das Gewicht jetzt wieder verloren. Das ist das Problem. 240? Wie 240? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe die falsche Rüstung an. Das erklärt einiges. Upsi. Ich werde mich niemals daran gewöhnen, dass das Ding einen Namen hat, ey. So, hätte mir sofort auffallen müssen. Ah, ich habe es nicht gemerkt, dass das Ding nicht gelb ist. Also manchmal. Ein Red Skorpion. Du musst sterben. Huch. Das ging schneller als gedacht. Oh. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Du kleine Schlawiner. Ey, wie soll man dich denn treffen? Zieh dich. Wisst ihr doch damals, wie wir verkackt haben gegen so ein Ding? Wer hat jetzt verkackt, mein kleiner Freund? Was ist das für komischer Nebel um euch herum? Ist das Gift? Oh. Ich hab's gerade noch gesehen. Ist noch einer hier? Nein. Okay. Jetzt haben wir die richtige Power-Rüstung an. Oh. Und da hinten sitzt noch ein kleiner Freund, den ich umbringen möchte. Weil den bringe ich immer sehr gerne um. Komm mal her. Junge. Komm her. Los. Ja, braves kleines Viech. Okay, nachladen ist jetzt gerade kacke. Hauptsache in meine Richtung schießen, ne? Aber nicht wissen, wo ich bin. Oh, wir sind immer noch überladen. Bald Schatzkarte 10. Oh Gott, wir haben jetzt so viele Schatzkarten. Das kommt mir bekannt vor. Aber wir haben auf jeden Fall eine Brücke. Alles klar. Oh Gott, jetzt weiß ich, warum wir überladen sind. Weil wir Snelly gestern getötet haben. Okay. Wieso lege ich eigentlich meine Maske nicht weg? Die haben mich immer noch dabei, ne? Also, wir wiegen 20 zu viel. So, geschafft. Ab nach Hause. Wo mein zusätzliches Gewicht hin ist, weiß ich auch nicht. Aber ich will hier. Wir machen mal kurz einen kleinen Abstecher. Nur einen kleinen Abstecher. Ich hätte mir auch Buff. Ah, ich hätte mir Buffout reinziehen können. Ah, sowas fällt mir auch mal erst viel später ein. Übrigens, ich war natürlich unterwegs, wie versprochen, ne? Habe ich euch versprochen, dass ich Energy mitbringe. Für mich. America. Schön hast du es hier.
Oh, so eine kleine Dusche nehme ich gerne. Ha! Gratis-Auffrischung. So. Nö. Bauplan, Zeit für Geschichten am Lagerfeuer. Bleichampagner, Formel P, Hammelpastete, S'mores. Keine Ahnung, was das S'mores ist. Aber ich widerstehe. Wie sieht's denn hier aus? Oh, nett, nett. Ja, Den Power-Rüstungsständer genau hier zu haben, ist vielleicht unschön, wenn man raus will. Ich meine, die bleiben da eh nicht lange, das wissen wir alle. In 10 Sekunden sind die da weg, aber trotzdem. Ist halt schon irgendwie ein bisschen oll. Na gut. Ist schon schön. Nicht so wie bei mir. Aber das bei mir kriegen wir auch noch hin, Freunde. Das kriegen wir auch noch hin. Macht euch mal da keine Sorgen. Ich kriege das hin. Wir holen jetzt erstmal ein paar Sachen aus unserem Shop raus. Weil wir diese legendären Marken brauchen, um eine legendäre Waffe zu kaufen. Und dann diese Reichsterne 4 können wir dann gerne da verkaufen. Ich meine, diese für 5000 Kronkorken wird es wahrscheinlich kaum jemanden geben, der das kaufen will. Aber vielleicht findet sich ja jemand. Ah, das muss ich doch. Meine Tür steht schon wieder offen. Jungs! Da ist ein verdammter Wasserspender im Weg. Wie kommt ihr auf die Idee, dass man da rein kann? Ich verstehe das nicht. Leute. Ich habe mir echt Mühe gegeben, den Leuten zu zeigen, wie man hier reinkommt. Wir müssen hier umbauen. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Den Bohrer lassen wir auf jeden Fall drin. Billardkühl nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Ja, komm, nimm mit. Was soll's? Wieso hast du plötzlich nur einen Stern? Oh. Alles klar. Schaden gegen Tiere ist halt schon cool. Also den lasse ich drin, weil wenn, dann verwende ich den auch noch. Schaden gegen Spieler sollten wir auch erstmal drin lassen. Ja, die Pumpgun, die kann weg. Und der Rest ist ja für mich. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz... halt, Moment. So, erstmal unsere Bleefliege. So, perfekt. Den Sheep-Squatch kann ich hier nicht aufhängen. Vielleicht erst später. Oh! Wolfskopf! Haben wir auch. Geil. Aber sonst haben wir nichts mehr, ne? Ja. Vielleicht müssen wir das erstmal erlernen, den Sheep-Squatch aufzuhängen. Weil ansonsten ist hier nichts. Nichts, was mit dem Kollegen zu tun hat. Wir werden die Sachen auf jeden Fall sichern. Nur für den Fall der Fälle, dass wir sie eines Tages brauchen. Weil so wird das nichts. Na gut. Dann transferiere ich mal ein bisschen was. So. Ist hier irgendwas in der Nähe? Das da sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Was ist das? Was bist du denn? Verbrannte Meierler Königin? Okay. Ja, warum nicht? Chillt die da einfach mal. Okay. Wir müssen unser Gewicht loswerden. Als allererstes. Zack. Ich hoffe, das aus meiner Kiste wurde nicht entfernt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. So, nächster Schritt wäre... Waffen auseinanderbauen. Ach, ich habe mein Gewicht schon verloren. Cool. So. Wir haben nämlich einiges an Waffen. Zum Beispiel die Automatikpistole. Danke für nichts.
Ein Fleischerhaken. Wir können sowieso weg. Granatwerfer. Die Schaufel behalten wir. Kriegen wir das... Moment, das wollten wir ja testen. Wir wollten ja testen, ob wir es irgendwie hinkriegen, die Mods rauszunehmen. Wenn ich jetzt hier rauf gehe, ne? Nein. Auf das... Hier. Nein. Doch. Oder wir machen... Doch. Ich bin verwirrt. Hier, das Aufklärungsding. Obwohl, den würde ich gerne auseinanderbauen. Standardvisier. Stabiler Kolben. Kann ich das Ding irgendwie rausnehmen? Kann man Mods irgendwie entfernen, ohne das Gewehr jetzt kaputt zu machen? Es würde mich mal interessieren. Keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es geht. Ich werde jetzt einfach mal den hier... Zack, stabiler Kolben. Kriege ich vielleicht den... Warte, Aufklärung? Justierter Griff. Wenn ich das hier jetzt kaputt mache, 224 Schaden? Was ist das? Ich hätte wirklich sehr gerne den Schalldämpfer. Weißt du was, ich sichere das erstmal und warte auf eure Kommentare. Ich brauche diesen verdammten Schalldämpfer. Und wenn ich dafür töten muss, ich werde es tun. Ich meine, hier war auch Zeug. Wo muss das doch herkommen? Money. So, Gaussgewehr gesichert. Und den Rest schmeißen wir jetzt weg. Das ist der Plan. Erstmal brauchen wir unsere Rüstung und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Verkäufer wieder. Bist du AFK? Okay, nein, alles gut. Ich wollte sie nicht töten. Nein, nein, ich wollte nur Hallo sagen. Oh Gott, sie ist kaputt. Ich habe sie kaputt gemacht. Die Sau. Ich kann es nicht benutzen, weil sie es benutzt. Was habe ich getan? Ich habe ein Monster erschaffen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin rangekommen. Jetzt nervt die da rum. 5. Hm. 5. Das möchte ich gern behalten. Getting Plasma 5. Ein bisschen mehr bitte. Pumpgun. Und Baseballschläger. Ah, also kommen wir auch nicht auf die 100, ne? Was haben wir hier? Du regenerierst... Ah, okay. Ja, der kann eigentlich weg. Bringt gar nichts. Einbeweglichkeit vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken. Der ist eigentlich nicht schlecht. Na gut, der kann weg. Mir wurde gesagt, der ist scheiße. Wir kriegen auch nur 3 dafür. Okay, und das passt. Ah, yeah. Gut, sehr viel haben wir jetzt dann nicht rausbekommen. Schade. Ich hoffe, die Nervensäge verfolgt mich jetzt nicht. Was habe ich getan? So. Na gut.
Wir haben ja noch ein paar Klamotten dabei, die werden wir jetzt auch mal direkt zertrümmern. Zack. Zack. Ja komm, Bierhut ist jetzt auch nicht so toll. So. Gut. Wir sind bereit weiterzumachen. Und ich würde sagen, was sagt denn die Welt? Was? Da, hier wollte ich hin. Kryptoanalyse wurde mir gesagt, ist scheiße. Ja, ist es auch. Das ist es. Melke erfolgreich einen Brahmin. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Brahmins, einer Katze, eines Fuchses. Okay. Hier, Sport habe ich schon fast durch. Schließe den Sportparcours beim Camp Vectur ab. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Okay. Kann ich das irgendwie markieren? Okay. Wir machen Prüfung Sport erstmal fertig. Es kann ja wohl nicht so schwer sein. So. Nein, meins. Ich war zuerst da. Okay. Kaulquappenprüfung. Sport. Prüfung abgeschlossen. Na gut, das war einfach. Mehr als zwei schaffe ich nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Du spielst Eishockey. Okay, es ist definitiv hier der Enforcer. Barry ist ein starker Baseballspieler und erzielt eine Menge Home Runs. Wie viele Runs kann Barry bei einem einzelnen Home Run maximal erreichen? Es sind 4. Die Tour de France hat 21 Etappen. Beim Kugelstoßen wird eine schwere Kugel verwendet. Was macht man bei der Sportart mit ihr? Man wirft sie, man stößt sie. Man tritt sie, man schießt sie ab. Man stößt sie ja von sich ab. Aber eigentlich wirft man sie auch. Es heißt Kugelstoßen. Vor einem Kickball-Freundschaftsspiel bietet dir Samuel eine verdächtig aussehende Pille an, bei der es sich um Buff-Out handeln könnte. Wie reagierst du? Oh Gott, die wissen, dass ich google. Ich lehne ab und melde ihn beim Pionieranführer. Ich lehne ab, allerdings kann er sie gerne selbst nehmen. Ich nehme sie und bedanke mich höflich. Ich frage, ob er noch eine hat. Ich lehne ab. Geschafft, ohne Hilfe. So, leck mich. Fett. Alter Schwede. So. Ja. Schließe den Sportparcours bei Camp Ventura ab. Das kriege ich auch noch hin. Der kriege ich auch noch hin. Nein, na, das hätte ich mir sparen können. Nein. So, ich nehme an, wir müssen erstmal säubern. Headshot Baby. Oh, was ist mit meinem Freund passiert? Freund, wo bist du? Tot. Hab schon wieder Durst. Das passiert, wenn man lernt. Leute, ich habe sogar was dazugelernt heute. Ist unglaublich. Kaufe kein Buff-Out. So, und wo soll jetzt dieser Parcours hier sein? Das ist doch die Frage der Fragen, oder? Meldet man sich hier irgendwie dafür an oder macht man den einfach so selber? Ich weiß es nicht. Und vor allem, wo ist dieser Parcours? Hä?
Weapon Training. Ropes. Ah, da hier ist der Kurs. Alles klar. Welcome, campers. It's time to complete your athletics running test. Yeah! Here's the rules. Run to each checkpoint in the right order and reach the finish line before time runs out. That's right. I'm timing this. Just like life's race against our own fleeting mortality, this is a race against the clock. Yeah! Everyone ready? Nein. Great! On your mark. Get set. Go! Wo läuft jetzt die Zeit ab? Oh, da, ich sehe jetzt die Zeit. Wir sollten uns echt beeilen. Wie unfair ist das denn? Und jetzt hier hoch. Da durch. Über die Brücke. Nicht runterfallen. Und jetzt? Hab's auch abgeschlossen, offensichtlich. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, geil. Oh nein, ich bin da nicht hoch. Ah. Time's up! You're gonna have to try a little harder next time. Ja. Shut up, I believe in you! Du mich auch. Nur weil ich's verkackt habe. Mist. Okay, versuchen wir's nochmal. You get absolutely humiliated and get right back up. So, let's give it another go. Yeah! Remember, run through each checkpoint in the right order and get to the finish line before time runs out. Do your best! On your mark. Get set. Go! Alles klar, los geht's, Leute. Konzentration. Nur nicht verkacken. So schwer ist das nämlich gar nicht. Gehen wir nämlich hier einfach hoch. Hey, ist das easy. Sagte er und verkackte. Auf allerhöchstem Niveau. Okay, es hat gezählt. Okay, jetzt hier hoch. Dann runter. Und über die Brücke. Geschafft, oder? Wow, du hast es geschafft. Gut gemacht. Aber das war nur der erste Lauf. Begib dich zum nächsten Parcours. Plötzlich kann er doch Deutsch. Seltsam. Und warum liegt hier schon wieder eine Powerrüstung? Und Fusionskern drin? Den nehme ich. Dankeschön. Wer auch immer ihn hier hat stehen lassen. Die Erfahrung nehme ich mit. Oh. Da steht noch eine Powerrüstung. Nehme ich auch mit. Hallo. Kriegst du aufs Maul, Junge. So. Mir war so, als wären hier gerade Erdbeben gewesen. Nicht so cool. So, jetzt steigen wir aus. Nehmen natürlich den Fusionskern mit. Und sammeln den hier auf. So, irgendwann muss ich noch meine Powerrüstung irgendwie zusammensammeln. Und dann das Beste, die Creme de la Creme raussuchen. Und die Rest zu Stahl verarbeiten. Okay, alles klar. So. Wo geht's jetzt nächstes hin? New River George Brücke. Sunnytop Pisten. Sunnytop Pisten sagt mir was. Sunnytop Pisten, da müssen wir hin.
Aber ich würde sagen, Freunde, das erledigen wir morgen in einer neuen Folge. Denn heute machen wir Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.